Hallihallo, Hallöchen, willkommen zum Let's Battle wieder zurück. Ja, heute trete ich an gegen Axel. Er hat mir extra gesagt, wie ich es aussprechen soll. Tut mir leid wieder, deswegen. Heute als Co-Kommentator dabei Kusakawa. Hey! Du darfst was sagen, Kusa. Ja. Ja, hi. Gut. Sorry, ich hab was Lex. Gut. Ach, du hast Lex? Ja, ja. Geht's einigermaßen? Ja, geht's. Gut, also Axel fürchte ich als Gegner unheimlich, weil er auch ein sehr hohes Ansehen hat. Und ja, man sieht aber auch sehr schön, in diesem Kampf extra mein Spiel. Ich habe extra das dort eingestellt, dass ich endlich bitte mehrere Frames per Second habe. Und sehr schön gecatcht auch. Erzfeind wieder das zweite Mal rein. Perfekt und ja. Getroffen, ja. Ja, hast du ja. Und da die Combo fail gegen Ende. Ja, bei mir. Ist auch umgefallen. Ja. Und ja, aber trotzdem, es ist ein Match, das sehr interessant ist. Vor allem der erste Fight, wie ich fand. Da ein bisschen zu voreilig von mir. Ja. Muss halt eben schauen. Aber man muss. Na, jetzt hat er es wieder. Ja, also ich muss sagen, also es ist wirklich ein Gegner, den ich sehr achte. Und ich habe dieses Broken Leg, ich hasse das einfach. Das sieht man dann im zweiten Fight gegen ihn auch. Hat er auch wieder sehr schön benutzt. Den Vorteil, den ich mir am Anfang geholt habe, der ist schon bald wieder weg. Weil ich hatte mir doch einen guten Vorteil geholt am Anfang mit der Combo, wo er sich nicht droppen lassen hat. Und auch ein Combo-Fail war von ihm, was man eigentlich sehr selten sieht. Ja. Und das ganz forsche Stück. Ja, also jetzt muss ich halt gucken, wie kriege ich ihn und dort mit den X nach vorne. Oh, da hast du ihn. Wunderbar, 1-0 für mich. Wo ich sehr überrascht war, also ich war während des Fights sehr nervös, weil, wie gesagt, weil ich unheimlichen Respekt vor ihm habe. Jetzt ja, man hat gesehen, dass du ein bisschen zurückhaltend warst auch. Wobei ich glaube, ich offensiver spiele in diesem Fight momentan. Ja. Dort auch sehr schön mit schneidenden Schatten die Notiz genutzt. Und ich halt gucke, wie komme ich an ihn ran. Ja. Aber, oh. Ja. Also ich muss sagen, also ist ein Top-Class-Fight, also meiner Meinung nach. Also, genau, natürlich sind auch andere, aber ich finde den Kampf für meine Verhältnisse doch sehr spannend. Ja, ist er auch. Also und man sieht wirklich immer wieder, wie ich bei Broken Leg total defensiv werde. Ja. Und halt dieses YX, was ich da häufiger mache, das ist auch so ein bisschen das Verwerten des Fights. Das stimmt. Aber naja. Ich konnte mich droppen lassen. Er dürfte eigentlich recht viel MP haben. Ich gucke halt so, ich glaube, ich wollte auch Aufreißer machen. Und ja. Oh. Sehr schöner Catch im Übrigen, aber er hat den Kombi nicht weitergeführt. Und ja, da liege ich. Okay. Ja. Und es steht 1-1. Und der Kampf wieder relativ ausgeglichen, wenn man seine HP anschaut. Ja. Aber man sieht da auch sehr schön, also kein Springstep und alles so. Technisch ist er auf jeden Fall mir gegenüber im Vorteil. Aber es hat mich noch nie davon aufgehalten, stärker zu sein als mein Gegner. Ja. Da hätte ich ihn beinahe schön gehabt, aber danach Broken Leg kam ich nicht mehr weg. Ja, man sieht, jetzt habe ich wieder einen Catch. Ja, jupp, und da ist auch die Führung. Und ich muss halt zusehen, wie kriege ich ihn. Ja. Ah, und da dachte ich mir, kriege ich ihn vielleicht von oben im letzten Moment, aber ein bisschen zu früh gewesen, das Timing. Ja. Aber man merkt wirklich die Geschwindigkeit in dem Fight. Das ist das Schöne. Das hat man in meinen anderen Fights nicht gemerkt, weil ich da das eben. Das macht immer spannend. Ja, die Sache, ich habe meinen anderen Fights mit 60 FPS aufgenommen, da habe ich mal die FPS weggelassen. Also, dass es nicht festgesetzt ist. Ich habe bei Fraps gesagt, er kann ruhig mit 90 FPS aufnehmen, wenn er mag. 83 sind ja zulässig in Elsworth. Und ich denke mal, mehr hat er das, glaube ich, auch nicht aufgenommen dafür dann. Und nicht benutzt. Und da hatte ich wieder das Glück, habe ich ihn direkt genommen. Aber. Aber da geht er noch raus. Ja, der Combo fehlt einfach von mir, weil ich gerne dieses YX verwende, weil es einen niedrigen KD hat und man damit schön Gegner lange halten kann. Ja, eben. Und da,
Glück gehabt nochmal, er hatte irgendeinen Cancel gehabt. Ja. Und da lässt er sich droppen. Aus. Das dürfte ja natürlich wehgetan haben bei ihm. Und da beinahe hätte ich ihn direkt nach, mit einem Axtschlag nochmal bekommen. Es ist halt ab und an ganz gut, wenn man dieses aggressive Verhalten hat. Ja, eben. Ja, da hat er schon wieder. Ja. Seitenwechsel sogar sehr schön gezeigt. Und ja, sehr gute Kombos direkt da zu sehen. Ah, da lasse ich mich droppen. Und ja, es ist wieder relativ ausgeglichen. Aber ich wirklich, ich hab, war unheimlich nervös während des Kampfes. Und wow. Ich hätte echt nicht gedacht, so, dass ich dann doch so gegen ihn spiele. Ich habe jetzt mehr damit gerechnet, dass ich komplett gegen ihn ablose. Ja. Das ist auch wirklich. Oh, und ich hasse das, wenn ich auf die Seite gehe. Weil der Gegner ist meistens aus. Aber er ist hinterhergekommen. Faire Sache. Ja. Und da habe ich ihn. Wunderbar. Oh, das. Ah, und da der Fail. Ja, der Fail, genau. Also, ist allgemein, ich bin nicht unbedingt immer so ganz kombosicher. Ich mache häufiger Fehler. Ah, und da, ja, da hat er mich. Natürlich schade. Ja. So. Flammende Jagd, ja. Einmal geflogen. So, auch jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn versucht so zu kriegen. Ah, ja. Aber er hat noch wenig HP. Ich habe wenig HP. Ja. Die Wolf kann jetzt knapp werden. Das kann, ist echt knapp. Also ich beobachte, der Kampf ist ja ein bisschen her wieder. Und ich beobachte den Kampf doch sehr mit sehr großer Spannung. Sehr schöner Catch mit Buff, aber dann auch konnte ich wieder rauskommen. Schon wieder. So. Und das ist wieder so ein Hin und Her jetzt gerade. Was einen auch sehr nervös macht. Mhm. Ah, und da auch ganz knapp. Also, ich wollte mit schneidenden Schatten einfach ausmerzen. Ja. Und da habe ich ihn nochmal bekommen. Und, ja. Sehr schön. Puh. Und da dachte ich mir, jetzt wieder rübergehen, bevor dieses Plattform, dieses Teleport ausgenutzt wird. Da warten die Leute ja gerne immer. Und ich sag mir auch, ich warte dann, bis er drüben ist, und aber nutze das nicht aus. Ja. Soll auch schon nach der sein. Ja, also ich finde das gehört zwar dazu, aber irgendwo. Aber ich sag mir, nee, das mache ich nicht. Jetzt, ja, muss genau mir, den, jetzt geht's natürlich wieder darum, was rausholen. Und dann fail ich natürlich in der Combo. Ja, aber das. Mein üblicher Finisher, wie man auch so gerne sagt. Ja. Yeah. Und ich versuche ihn natürlich jetzt zu kriegen. Oh, da wieder. Und da, ja, gefailt. Ja. Aber, oh, ja. Schade, schade. Ja. Das war, ja. Da habe ich halt nicht mit gerechnet, dass ich ihn doch so kriege. Und ja. Schon der Punktausgleich ist jetzt auch schon da. Jo, 2-2. Also, es sind lange und sehr, sehr interessante Fights. Ja. Weil ich sagen muss, im zweiten Fight habe ich mich nicht ganz so gut angestellt, aber das wird man dann sehen. Ja. Also der erste Fight, würde ich sagen, ist einer der spannendsten. Und ja, muss ja, das droppen. Ja. Und dieses typische Lauern. Ich bin da gerne lieber über einen Gegner. Ich mag nicht dieses Hin und Her. Ja, das ist auch wirklich nur mit Flip dazu auch liegen, oder? So, können wir den Erzfeind ihn nochmal kriegen. Ja. Und entsprechend ärgern, ja. Und ja, wunderbar gekriegt. Ja, das ist immer so ein bisschen Mindgaming, nicht unbedingt, aber man denkt sich schon so ein bisschen halt so, da geht der Gegner jetzt lang. Ja, und da hast du ihn auch richtig gut bekommen. Jo. Und da habe ich gar nicht mehr so viel HP er noch hat und das Erzfeind ein. Aber da ist es 3-2. Hauptsache tot. Da hat auch nicht mit gerechnet, dass die Kombo jetzt doch so lange dauert. Ja. Entsprechend schreibt er LOL. Ja. Wie man sieht. Sehr spannender Fight. Mhm. Aber jetzt habe ich so ein voll. Ich habe noch volles Leben. Und jetzt eigentlich so. Jetzt war ich so ein bisschen ruhiger auch, aber auch irgendwo so, jetzt muss ich ihn kriegen. Und dann sieht jetzt zu voreilig. Ja. Da war. Da war ein Leck, genau, da wollte ich einen Buff machen und das hat gefreezed. Ja. Und dadurch hatte ich ihn dann in der Combo. Ja, man sieht's. Dann wieder da, Erzfeind. Da wieder raus. Und ja. Und nochmal extrem. Ja. Und ja, er wieder low HP. Also es ist super gelaufen in dem Moment. Für mich. Ja. Oh, ja. Da hätte ich ihn auch kommen können, aber ja. Da falls eingesetzt den Buff. Wurde geschnappt. Ja, halt wieder.
Ja. wieder droppen lassen. Einfach so ein bisschen mit flammende Jagd versuchen. Und da hat er den Ja. gleichen Trick eingesetzt, den ich gegen ihn eingesetzt habe. Mit, Das ist schlau. ja. Vom Gegner was lernen. Im Kampf auch perfekt. Ja, wo er, bei er allgemein doch ein recht guter Spieler ist, das merkt man auch einfach an seiner Art, wie er versucht, Ja. catcht und wie er rangeht. Man sieht auch ihn an, er kämpft ganz ruhig, lässt sich nicht irre machen. Er lauert auch, wie man sieht. Ja, wobei er auch selbst meint, er war doch recht nervös. Ja. Ja. Oh, da hast du wieder Ja, Augen. da dachte ich mir, weil der, ich hätte, wäre eigentlich ohne Aufreißer, wäre ich von ihm gecatcht worden, habe Aufreißer eingesetzt und er in dem Moment halt über mich gesprungen. Ja. Also, das hätten Wie wir das 4-2, dauern. 4-2 wäre drinne, rein theoretisch, bei dem Fight, was ein super Ergebnis bei ihm wäre. Aber ich kriege ihn momentan auch nicht mehr so richtig. Ja. Aber am Anfang hat man auch gesehen, hat viel mehr Leben und jetzt schon wieder ganz wenig. Ja, da der Drop von ihm. Also auch ein bisschen wieder weniger Mana. Das war's ja. So. Ja. Ah, ja, ich versuche ihn so langsam runterzuhauen, entsprechend. Weil ich möchte Man jetzt kein sieht's. Risiko mehr eingehen. Ja klar, man sieht's auch im Leben. Ja. Ah, da hat er Und mich da nochmal ist wieder. zum 3 zu 3 Ausgleich. Das ist jetzt Ja. natürlich so eine Sache. Also, die Chance besteht durchaus noch, dass er diese Runde gewinnt. Ja. Es ist alles offen. Es wird natürlich schwierig. Und ich auf der anderen Seite, ich versuche schnell rüber zu gehen. So, habe Schattenschritt eingesetzt, zum Notfall, falls er lauert. Und da habe ich ihn. Und kurzer Ja, Prozess. und ja. Und 4-3. Und der erste Fight geht an mich. Überraschenderweise, also ich hätte nicht gedacht, dass ich einen Fight gegen ihn gewinne, um ehrlich zu sein. Hab gedacht, ich verliere haushoch alle drei Fights. Ja. Ich schreibe auch so, ich habe damit schon mal mein alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ein Sieg ist mehr als genug für mich. Ja. Warum nicht einfach so etwas, muss man einfach sagen. War auch sehr bei mir, okay. Ich weiß nicht, ob es gerade laggt oder so, auf jeden Fall. Komisch. Ich hoffe, das ist hier in der Aufnahme so drinne. Okay. Gut, Dann werden wir dann sehen. Jojo. Das machen wir mit der Windows Media Player auch einfach rum. Ja. Ich gucke gerade mal. Weil ich habe gerade schon eine halbe Dia-Show. Jetzt geht's wieder. So, und ich habe ihn direkt zu Anfang erwischt. Ja. Das Robodach und ja. Perfekt. Ja, das ist schon mal. Er hatte sich droppen lassen. Aber ich muss halt aufpassen. Ich war noch nervöser als beim ersten Fight, gerade weil ich gewonnen hatte. Und jetzt ging es natürlich daran, irgendwas weiter hinzukriegen. Ja, jetzt wieder hier kleinere Map-Augen auch. Ist aber auch Und da sehr kann gut er besser lauern. Also, mit. und Ja, ich, ich eben. versuche halt abzuhauen bei Broken Leg und so. Und ja, er hat einen jetzt einfach wieder. Und das ist echt ärgerlich. Und ich komme einfach nicht. Ich habe jetzt mal unten eingeschaltet, so. Ja. Das Tab, aber es nützt, glaube ich, auch gar nichts. Und ich komme gar nicht mehr. Weil, wie gesagt, diesen Broken Leg, das ist so das, was ich echt hasse. Ja, das hat man auch Und an das hat sich er in dem drauf. zweiten Fight auch entsprechend gemerkt. Und man kommt halt auf dieser kleinen Map einfach nicht so zur Ruhe. Ja. Man sieht also, es läuft echt nicht gut. Und ich muss halt mir überlegen, wie kriege ich ihn jetzt? Und er hat mich gekriegt, 1-0, dann Ja. 0-1 für ihn. Perfekt. Jetzt kann ich auch doppelt mein Verhängnis, mein Verhängnis. Welchen Titel hat er da eigentlich? Ach, so Schamanen, gut, keine Ahnung. Jetzt habe ich natürlich was aufzuholen. Aber Na, das schon wieder. ja, jetzt werde ich Das halt, ist glaube ich, zu schon offensiv wieder. auch einfach, weil ich halt versuche ihn zu kriegen. Weil ich mir denke, Naja. Kacke, Mist. Und wir mit den Y-Catches und alles. Ah. Da hat, Ja. aber er hat halt die, dürfte er die MP haben zum. Oh, und da, okay, da habe ich es verhauen. Ah. Schade. Das macht aber auch wieder Lust auf PvP, finde ich.
Ja, das stimmt wirklich. Da hab ich grad auch wieder Lust auf PvP zu machen. So. Hat er mal so Battle zieht. Ah Gott. Ja, da hat er auch sehr schön versucht mit Aufreißer. Ja. Aufreißer ist ein sehr schöner Skill, aber ab und an auch sehr lackanfällig. Lackanfällig. Nicht ja, lack, oder lack. Hm. Ja. Ja, und ich komme langsam an ihn ran, aber er lässt mir auch nicht so diese gute Chance. Also, es bleibt ausgeglichen, aber er hat mit einem Punkt Vorsprung. Gut. Die Frage wieder. Immer wieder die Frage, wie komme ich an ihn ran am besten? Ja, eben. Und er hier ist lauern. Jupp. Ja, und er hat immer wieder die Idee mit dem Buff, die halt sehr gut ist. Also, die könnte ich eigentlich auch einsetzen, aber ich komme gar nicht erst auf die Idee. Ah, ja. Und da ja. Da hat dann. Ja, die Situation, man schlägt den anderen und der andere schlägt ein und irgendwie, ja. Schöne Kombi. 2 ja. zu 0 für ihn. 0 zu 2. Und wow, ja. Im Gegensatz zum ersten Fight schaut das hier doch eindeutig anders aus. Ja. Da wird auch richtig nervös auch. Ja, da wird man nervös, aber ich habe mir auch innerlich versucht, mich runter zu holen und mir zu sagen, du hast doch die Chance, den Fight zu gewinnen. Du musst halt nur ruhig bleiben. Ja, so geht es ja auch, glaube ich, auch wirklich jedem, wenn man mal jetzt auf immer macht. Wenn es auch knapp mal ist. Mhm. Aber das wird noch viel machen, das Spiel sieht viel aus. Ich krieg ihn halt nicht so wirklich. Ja, man sieht. Und da ja, es hat feiner geklappt mit dem Catch, aber wollte nicht so wirklich. Und ja, er kriegt mich halt eher. Und ach ja, was ich sagen muss, wir haben uns vor dem Fight schon entschieden, dass wir ohne MB kämpfen. Also nicht wundern, dass wir keinen MB-Einsatz haben. Obwohl ich 3 MB-Perlen hab. Das wurde von uns beiden so entschieden. Ich finde, es hat den Fight auch eindeutig spannender gemacht. Ja, eben. Sonst wäre das so ein bisschen schwerer vorbei gewesen. Broken Leg auch wieder endlich weg. Ah. Und ja, da merkt man meine Schwächen. Ja. Ja, 0-3. Ja. Wow. Sehr gut. Ja, da merkt man wieder, dass man Excel niemals. Excel oder so weiter, wenn man Excel war, ich glaube, dann Excel oder irgendwie sowas. Sorry dafür, dass niemand unterschätzen darf. Und ja, da habe ich ihn auch auf Weise mal wieder bekommen. Aber den Fight dominiert er definitiv, hat er sich droppen lassen. Ja. Ja, bin halt immer im Link, wie komme ich am besten zu ihm? Ja, eben. Sehr spannender Kampf, muss man ja sagen. Ja, obwohl er halt doch führt, aber es hat halt immer schon wieder so dieses Lauern hat immer wieder was für sich, finde ich. Ja. Man merkt halt einfach, dass er sehr PvP erfahren ist und das nutzt er auch entsprechend. Ich frage jetzt, kriege ich halt einen entsprechenden 0 zu 4 reingehämmert, ein trauriges, oder schaffe ich es noch, so einen Ehrenpunkt zu holen? Ich meine, möglich wäre es, aber man sieht's ja. Ja, er kriegt dich immer wieder. Und da habe ich mir wirklich immer wieder versucht zu sagen, ganz ruhig, ist noch alles drin, der Fight ist noch nicht zu Ende. Da hat ihn und ja. Ja, wieder getroffen. Ja, es sind halt die MP, die er bekommt, dadurch, dass er mich vorher was reinhaut. Und nutzt halt keine großen Skills häufig, zumindest seltener. Die Wolfsklaue, sieht man halt selten bei ihm. Und halt die kleinen Actives. Ja, sonst hätte er schon letztens gehabt. Das heißt, hätte er mich schon, ansonsten hätte er sich auch weniger troppen können. Ja, auch. Man merkt, er wird auch passiver dadurch, dass er wenig Leben hat. Ja. Er merkt selbst, es ist jetzt und knapp. Er will sich noch kriegen, man sieht. So, mit die ganze Einschlag bekommen. Und das 1 zu 3. Perfekt. Ich habe noch 55% Leben übrig. Ja. Und jetzt habe ich mir gesagt, jetzt geht's los, jetzt kriege ich ihn. Ja, aber ob das auch zu Verhängnis kommt? Ja, man merkt aber die große, lange Respawn-Zeit, dass er so anführt. Respawn.
Ja, das ist ja auch schon, das hat sich auch geändert. Genau. Das ist eigentlich nur Glück, ob man länger hat oder kürzer. Glück nicht, es geht darum halt, jeweils wie groß der Vorsprung ist und danach wird die Respawn-Zeit gemacht. Ja. Broken Leg mal wieder und ich versuche zu flüchten. Ja, aber schaffst es nicht. Ohne Chancen. Ja, er sieht dich immer wieder. Ja. Bin auf ca. 20% Leben runter. So. Ja. Ja, der Fight war jetzt nicht so meiner. Aber schon ein sehr großer Unterschied zwischen ersten. Yep. Ja, da hast du wieder. Ja. Aber ich hatte vorher Erzfeind einsetzen, weil ich guck mal, ich habe 200 MP. Ja, das geht ganz gut mit MP und das anzudecken. Die noch Aber zu dafür habe sperren. ich die MP halt Oder zum länger. Droppen. Ja. Auch nicht Da gut. konnte er entkommen, leider. Aber es zählt mal so stupide Spiele auf, muss man aber sagen. Und ja. Ja, 1 hat zu er jetzt, 4. ja. Sehr gut. Leider. Leider, leider. Das ging, die Runde ging auf jeden Fall an ihm. Ja. Das ist. Aber auch, das war fair. Das war ja normal. Jupp. Ja, da habe ich den Anfang zu sehr verhauen, aber der restliche Fight, da war da eigentlich auch relativ gut dominiert. Die Frage ist eine dritte Runde zu Ehren meiner. Um mich mal doch ein bisschen noch was zu zeigen. Muss sagen, der dritte Kampf lief dann doch besser, auf jeden Fall. Ja, das war mehr als 10 auch. Jetzt kannst du dich aber was gefasst machen. So. Ah, perfekte Matches. Matches, na ja. Ja, Platforming-Map, die echt. Ich mag sie nicht, weil ich nicht so gut im Platforming bin. Und er hatte mich halt schon direkt am Anfang wieder. Was natürlich Ja. wieder arg ist. Jetzt halt gucken. Die Map, das ist eine der schwierigeren Maps. Ja, ist es ja auch. Es ist eher so eine kleinere Map, aber Ja. mit vielen Plattformen. Wo man halt wissen muss, wie man alles einsetzt. Und es ist ja der Ja. Anfang so. Also ich habe ihn bisher nicht richtig bekommen. Jetzt mit dem ganzen Einschlag. Gekontert. Ja. Der erste Fight sah eh echt am besten aus von mir bisher. So. Ja. Und da, ja, konnte ich die Kombo nicht ordentlich weiterführen. Und merkt man eben auch, wie der Spieler eben tickt. Ja, Wie aber man merkt er auch halt, eben dass er spielt auch. erfahren hat, inwiefern er mit den Klicken Ja. umgehen muss. Das hat er etwas drauf, das sieht man. Die Wolfsklaue. Sehr spannend. Ja. Ja. Ah, ich hasse ja sowas, so, wenn der Gegner dann so beendet, aber es fängt ähnlich an wie beim ersten Fight. Ja. 0 zu 1. Das stimmt. Ob du jetzt noch was raus haben willst, das wäre gut. Das werden wir definitiv sehen. Die Ist Sache ist hier halt jetzt jetzt auch wirklich dauernd. so, ich habe halt versucht, wieder so ein bisschen was zu retten vom zweiten Fight, was ich dann halt im ersten Ja, Fight man gemacht sieht's. habe. Aber es ist halt wirklich unheimlich schwer gegen ihn. Hat auch halt auch im Nachhinein gemeint, also, dass er noch nie gegen einen passiv spielenden RF gesehen hat. Das sieht man auch ein bisschen im Feld, ne? Wobei es geht, also ja, ich finde, ich kann nicht so gut offensiv spielen, muss ich zugeben. Ja. Ich muss es mir antrainieren. Ist ja nach wie vor ein Spielstil, an den ich mich so gewöhnen muss, den ich hier habe. Ja, genau wie mit dem ohne RD und Aber Maßen ich Control. finde, das macht unheimlich viel Spaß und es steht 1-1, ist relativ ausgeglichen wieder. Wenn man sich die Ja. HP anschaut und darüber war ich glücklich. Und er schreibt auch, ich hasse die Map. Ja. Er hat eigentlich viel weniger. Also es ist eine unglaubliche starke Plattform, mit der nicht gerade einfach zu spielen. Das ist wie gesagt schon. Ja. Mal gucken. Ja. Wieder der Buff Catch.
Genau. Und ich hasse es, hier unten zu sein. Ich hasse es. Ja, ist offener und der Gegner bekommt es schneller. Ja, aber da hat er die Combo aufgehauen. Und irgendwie das Broken Leg hat da jetzt... klappt es erst, okay. Eben konnte ich irgendwie doch noch rennen, das ist mir gerade aufgefallen, mit Broken Leg. Ja. Und ich versuch's halt mal wieder, oh, noch ein paar Spiels Aufreißer, war mit dem X-Teil. Also mit Sprint, ja. X. Sprint X. Ja, auch sehr schön gemacht eigentlich von ihm, um den Seitenwechsel, ja, zu machen. Und immer wieder dieses, dieser Jiha. Und da führt er wieder eindeutig. Ja. Ja. Wieder sehr gut Catch auch. Und da habe ich mich auch nicht bekommen. Schade. Schade, schade. Ja, wirklich schade. Ja, da sieht man halt, dass mein Stil noch nicht ganz ausgeprägt ist. Ja, Übung macht den Meister. Ja. Wolfsklaue wieder. 1:2 und er hat 100% HP übrig. Ja. Jetzt geht's wieder aufzuholen. Ja, ob das was wird. Mhm. Muss ich halt ran, ne? Ja, klar. Ah, und da halt, fand ich schade, ich dachte eigentlich, krieg ich ihn noch. Und da wieder Combo verhauen. Ja, das Broken Leg auch jetzt. Oh Gott, ich hasse es. Gott sei Dank weg. Gott sei Dank. Ja, irgendwie. Ich auch seit Season 2 halt mit den Lags echt höher geworden. Was gibt's da? Die Lags sind viel mehr geworden. Also seit der Season 2 richtig stark. Echt? Ist mir gar nicht so aufgefallen. Ja, also ich sehe eigentlich in jedem Raum, wo ich mal hingehe, oder sehe ich immer nur Lags. Okay. Auch schade eigentlich dann. Hier eben wollte ich ihn wieder mit Buff kriegen. Ich weiß nicht, irgendwie kriege ich Gegner mit, ja, Buff nie. Er schafft, ich nicht. Keine Ahnung, was ich da falsch mache. Ja, muss eben mal gucken. Kann man ja gerne mal in die Kommentare schreiben, warum ich das nicht mit Buff nicht hinbekomme, aber er. Ich sehe schon kommen. Ist nicht gut genug. Ja, vermutlich. Ja, das gegen ihn zu spielen hat unheimlich viel Spaß gemacht, muss ich zugeben. Ja, sieht man ja auch. Ich muss nicht, also auch wenn ein Einfight unglaublich glorreich gewonnen hat, bin ich doch der Meinung, dass es doch irgendwo relativ ausgeglichen ausschaut auch. Ja, eben. Weil die Ideen sind da, also das Gameplay-mäßige ist halt wirklich auch, er hat unheimlich gute PvP-Erfahrungen, die er da auch zeigt, und er ist sehr kombosicher und er ist einfach auch einer der Top-Spieler, meiner Meinung nach. Ja. Er wird von vielen auch, ich genauso. Er genießt bei vielen auch ein hohes Ansehen. Ja. Dafür sollte man ein bisschen aggressiver werden. Ah, schade. Man merkt halt so, beide lauern fein. Und da schon wieder, ja, also, ja, okay, ich hab mit weiß nicht so schlau der Buff unbedingt, aber naja. Man merkt, ich glaube, auch die Nervosität bei ihm. Ja, es kommt langsam mehr und mehr wieder dazu. Ah, jetzt war ich wieder. Mit dem Buffpad. Ja, aber jetzt muss er auch. Ich habe 100 MP geopfert. Er musste auch 100 MP opfern. Ja. Und da steht 1:3. Ja, und da war wieder so. Moment. Wegen Kacke, ja. Der erste Fight lief so gut und jetzt die beiden dahinter. Ja. Die Frage wieder: War das der erste Fight Luck? War es Können, was ich dann in den anderen beiden Kämpfen nicht zeigen konnte? Da ist jeder seine eigene Meinung zu bilden. Ja, über die Runden sind eben einfach der Spielstil einfach ungeändert auch. Ja, wobei ich langsam mal Übungen haben würde, aber ich mache viel zu wenig PvP, was das angeht. Viel zu wenig. Ja. Naja, und er im Gegenteil viel. Ich weiß gar nicht, ob er so viel PvP spielt, kann sehr gut sein, aber so oft im PvP sehe ich ihn gar nicht, was das angeht. Ja, den anderen Charakter habe ich auch nie gesehen. Gerade so Spiele habe ich nie gesehen. Mhm. Aber er sollte eigentlich, ich weiß gar nicht, welchen Rang er inzwischen hat, das nicht schon. Ja, S Plus hat er da gerade zumindest. Ja. Aber er gehört wirklich zu denjenigen, die bekannter sind und
die auch für ihr PvP können bekannt. Ob sie jetzt die Leute meinen, ob er nicht gut ist oder nicht, ist mir da vollkommen egal. Ja. Er wird genießt bei vielen hohes Ansehen. 2-3, ja. Ich konnte ein bisschen was aufholen. Ja, wir bleiben 40% Restleben. Ja. Die Hälfte der Zeit ist schon vorbei auch. Ja, die Fights sind eh sehr intensiv alle. Ja. Kommt vielleicht auch durch meinen passiven Spielstil. Da habe ich ihn. Und da habe ich mich gefreut, aber dann kam das schon wieder. Ja, wir. Und er weiß, er hat anscheinend auch schön die Range von seinem, wie heißt denn der Skill? Cut Tendon heißt es ja auf Englisch. Der englische Name weiß ich lustigerweise eher als die deutschen. Ja, das ist einfach so, man merkt sich die eigentlich mehr. Hm. Das wäre auch vor. Hm. Da hätte ich ihn eigentlich comboen können, aber ich krieg ihn nicht. Und da würde ich eigentlich Sprintsprung YX machen, aber ich verfehle es auf meiner Tastatur immer. Ja, man sieht's. Aber gut. Ja, jetzt habe ich schon wieder. Und das ist halt wirklich so fatal in dem Fight. Broken Leg. Buff. Ich komme nochmal raus. Ja. Ja. Und weil es ist wirklich jetzt so. Ja, kriege ich ihn, du hast zu wenig Mana und Kacke. Ich wollte was machen, aber hab ihn nicht bekommen und ja. 2-4. Ja, 2-4. Gratulation. Super Fight. Klasse Fight. Ja. Danke dir. Auf jeden Fall, Excel. Oder Excel oder was auch immer. Sorry. Ja. Danke sehr für den Fight und auch danke für dir, Cousin, für das gute Kommentieren. Ja, kein Problem. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit hier zu quatschen. Was sagst du denn als Resümee zum Fight? Das ist gerade zum letzten Fight, gerade den Spielstil hat sich auch geändert, mehr aufgepasst. Mhm. Gerade wieder mit den Lauern mehr aufgepasst, dafür mehr die Map ausgenutzt auch. Mhm. Gerade wegen den Plattformen. Und gerade er weiß, wie es geht. Gehen, also wie weit die gehen, wie er catchen muss, was gesehen er kann. Ja, das auf jeden Fall. Wir müssen jetzt beenden, weil das Video gleich zu Ende ist. Ne? Also danke auf jeden Fall und bis zum nächsten Let's Battle. Ciao. Tschüss.